Florian Warbeck von den Nachdenkseiten hat Sarah Wagenknecht gefragt, ob sie denn eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie plant, sollte das Bündnis Sarah Wagenknecht in den Bundestag kommen. Und ihre Antworten dürften viele in den alternativen Medien erfreuen. Nachdenkseiten. Frau Wagenknecht, wenn man sich so im breiteren Sympathie- und potenziell Wählerumfeld umhört, wird recht oft der Wunsch artikuliert, dass es zu einer Danke an Marlon für den Raid. Aufarbeitung des Regierungshandelns in der Corona-Zeit kommt, verwiesen wird auf Legitimation der Grundrechtseingriffe oder auch die ganzen sozialen Implikationen. Intern hört man wiederum, dass das Recht heiß diskutiert wird. Da würde mich interessieren, wie ist denn da der Stand? Plant die BSW sich diesem Thema anzunehmen oder will man da lieber die Finger weglassen von der Thematik? Nein, das ist ein ganz wichtiges Thema von uns und das wird auch von uns aufgemacht werden, auch mit Persönlichkeiten, die auch sich bei uns engagieren. Es ist jetzt auch schon so, dass selbstverständlich sich auch Menschen bei uns melden, mitzumachen, auch weil sie dieses Thema sehr, sehr wichtig finden, weil es geht nicht darum, gut, man kann sagen, die Corona-Zeit ist vorbei, die Maßnahmen sind vorbei, das ist Geschichte. Ich halte das für falsch, wenn man das abhakt. Erstens hat die Corona-Zeit gezeigt, wie massiv Grundrechte in Frage gestellt wurden, ohne dass es eine valide Begründung dafür gegeben hat. Das ist ja im Nachhinein aufgeklärt worden. Also die EMA, sogar die Europäische Agentur, hat deutlich gesagt, die Impfung war nie so konzipiert, dass sie einen Fremdschutz gewährleistet. Wir hatten aber in Deutschland 2G, wir hatten diese ganzen Drangsalierungen von Menschen, die sich nicht haben, die einfach von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, von ihrem Selbstbestimmungsrecht, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Wir hatten massive Grundrechtseinschränkungen. Und die Gerichte sind nicht dagegen vorgegangen. Das heißt, es ist etwas gewesen, was sich jederzeit wiederholen kann. Und schon deshalb muss man sich diesem Thema widmen. Und es ist auch ein Thema, was immer noch in der Gesellschaft ein Spaltpotenzial hat. Also es ist ja etwas, also die Menschen, die es damals erlebt haben, ich merke das auch immer wieder in den Reaktionen, die haben das ja nicht einfach mal so weggelegt, sondern die haben oftmals, das waren ja viele Bürgerinnen und Bürger, die gar nicht so politisch vorher waren, die auf einmal erlebt haben, sie wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben ausgegrenzt, aus dem gesamten sozialen Leben. Das ist für sie eine Erfahrung, wo sie schon von den Verantwortlichen gern noch mal wissen möchten, sehen die das immer so? Oder vielleicht hat auch der eine oder andere sich mal zu entschuldigen. Also ich meine, wir haben heute noch einen Gesundheitsminister, der nachweislich damals Dinge... Beziehungsweise war das überhaupt rechtens? Also vor allem für die Einschränkung gegen Ungeimpfte gab es ja überhaupt keine Begründung. Die Politiker, die wussten ja, wie mittlerweile rausgekommen ist, schon sehr lange, dass diese Impfstoffe überhaupt nicht vor Ansteckung, also vor Ansteckung und davor andere anzustecken, schützen. Also das ist dann schon eine Frage, inwieweit so eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die es ja gab, berechtigt war und inwieweit diese angeheizte Diskussion um eine Impfpflicht, also wie viele Politiker das überhaupt für eine gute Idee hielten, so etwas zu machen, ob es da eventuell darum ging, die Gesellschaft noch weiter zu spalten, ob das vielleicht etwas Gewolltes war. Erzählt hat, die nicht zutreffend sind, wenn ich es mal höflich sage. Also ich glaube schon, dass man konnte in der Zeit irren. Natürlich, jeder von uns irrt. Und gerade als das Virus neu war, konnte man massiv irren, einfach weil wir nicht wussten. Einer schreibt gerade im Chat, natürlich war die Impfpflicht nicht berechtigt. Natürlich nicht. Das wissen wir ja heute alles. Wie gesagt, damals wurde uns das in den Medien sehr viel anders präsentiert. Auch von Politikern wie Karl Lauterbach, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Die Studien alle zur Verfügung hatten, die erst nach und nach an die Öffentlichkeit gekommen sind. Was das damit auf sich hat, welche Folgen es hat. Deswegen will ich überhaupt nicht jetzt im Nachhinein sagen, da muss ein Scherbengericht stattfinden über diejenigen, die damals sich für Lockdowns ausgesprochen haben oder für die Freiheitseinschränkungen. Aber die Corona-Zeit war ja länger. Also ich rede nicht jetzt über das erste Frühjahr, wo man wirklich zunächst mal einfach aufgrund der Lage sagen konnte, wir wissen nichts, wir machen jetzt erstmal diese Dinge, sondern es ging ja dann weiter. Es wurden immer weiter Schulschließungen gemacht, in Deutschland zum Beispiel, viel mehr als in anderen Ländern. Es wurden hier dann später eben auch diese ganzen Einschränkungen für die Ungeimpften massiv durchgesetzt von Politikern, die heute noch in Verantwortung sind. Und ich finde schon, dass es angemessen ist, dass das mal aufgearbeitet wird. Wie sind eigentlich damals Entscheidungen zustande gekommen? Wie kam es eigentlich, dass Politiker sich so selektiv haben beraten lassen, nur von einem ganz gewissen ausgewählten Kreis von Experten, der ihnen genau das erzählt hat, was sie hören wollten, und die anderen wurden nicht gewählt? Weil das ist ja für künftige Krisen wichtig.
dass das nicht nochmal passiert. Und wie gesagt, ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass diejenigen, die damals Dinge verordnet oder auch vertreten haben, ich erinnere mich auch an wirklich üble Sprüche in der Öffentlichkeit gegenüber Menschen, dass die vielleicht auch mal von sich aus sagen würden, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben, weil das hat eine ganze Generation von Kindern. Ja, da ist auch noch ein sehr gutes Thema. Ich meine, wenn Privatpersonen das gesagt haben, in einem medialen Klima, wo das erwünscht war, okay, aber dass sowas im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht wird, ich meine, da wurden Ungeimpfte als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet. Da wurde eine regelrechte Kampagne für die Impfpflicht gemacht. Und wie wir mittlerweile wissen, entgegen dem, also dem, was eigentlich vernünftig gewesen wäre. Wirklich aus dem Bildungsleben zunächst mal rausgedrängt. Bis heute ist das nicht aufgeholt und es wird wahrscheinlich auch gar nicht aufgeholt. Also diese PISA-Studie, die wir jetzt haben, hat ja auch damit zu tun. Es hat Menschen aus dem Berufsleben, also wenn ich jetzt an die Pflegerinnen und Pfleger denke, aus dem Berufsleben ausgegrenzt. Also es sind viele wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passiert und ich finde, dass das aufgearbeitet werden muss. Ich würde da gerne nur einen Aspekt ergänzen. Was dazu für mich auch gehört oder für uns auch gehört, ist, dass an der Stelle mal die richtigen Lehren aus dieser Zeit gezogen werden. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Wir haben gesehen, dass unser Gesundheitswesen ein Riesenproblem hat, dass diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten, und das waren damals ja besonders auch die Pflegerinnen und Pfleger, dass die unterbezahlt sind, dass die unter dieser Überlast ständig leiden. Es wurde gesagt, dass da was passiert. Es wurde gesagt, dass die jetzt plötzlich honoriert werden. Nichts davon ist geschehen. Gar nichts. Die Situation in den Krankenhäusern, in den Kliniken ist genauso wie vor der Corona-Zeit auch. Wahrscheinlich schlechter. Und das Gleiche gilt auch für die Schulen. Wir haben das erlebt, dass auch Schulschließungen stattfinden mussten, auch weil es an Materialien gefehlt hat, weil es an Räumen gefehlt hat, in denen man vernünftig unterrichten konnte und so weiter. Und das sind alles Dinge, da kann man nicht einfach drüber weggehen und sagen, naja, das war halt eine schwere Zeit. Nein, man muss doch jetzt daraus lernen und unbedingt alles dafür tun, das sollte so eine Situation, Gott bewahre, nochmal eintreten, dass wir dann besser vorbereitet sind auf so eine Situation, damit diese Einschränkungen nicht wieder stattfinden. Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen gilt es da aufzuarbeiten, wie dort so eine koordinierte Meinungsmache stattfinden konnte und überhaupt keine andere Position zugelassen wurde. Und da muss man sich schon fragen, ob man die Öffentlich-Rechtlichen nicht besser abschaffen sollte. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die haben in den letzten 3 Jahren, jetzt auch während des Ukraine-Krieges, während des Nahostkrieges bewiesen, dass sie nicht dazu fähig sind, unabhängig und neutral Berichterstattung zu tätigen. So wie sie es eigentlich sollten, dass sie ihrem Bildungsauftrag nicht nachkommen und auch ihrem Informationsauftrag nicht. Ja, und mehr Investitionen ins Gesundheitssystem, ins Bildungssystem, was Mohammed Ali gerade noch gesagt hat, auch völlig richtig. Also bei unserem Gesundheitssystem, da wurde ja während Corona immer gesagt, da droht eine Überlastung. Ja, bei unserem Gesundheitssystem, da droht bei jeder schwereren Grippewelle eine Überlastung. Also so schlimm ist die Situation ja mittlerweile.